Individualisieren. Individualisieren ist ein Verb zu Individuum. Individualisieren bedeutet, dass man das Einzelne besonders hervorhebt, das Eigentümliche hervorhebt. Individualisieren kann heißen, ins Einzelne gehen, kann aber auch heißen, dass man auf dieses Individuum in besonderem Maße eingeht. Zum Beispiel spricht man davon, dass Yoga-Unterricht sehr individualisieren kann. Unterschiedliche Menschen brauchen unterschiedliche Yoga-Übungen. Die Kunst des Yoga-Lehrers ist es, so zu unterrichten, dass alle in der Yogastunde sich wohlfühlen, dass er aber auch ausreichend individualisiert, dass der Einzelne die richtigen Übungen macht. Manchmal hilft es, dass man eine Einzelstunde nimmt beim Yoga-Lehrer. Und so kann der Yoga-Lehrer, die Yoga-Lehrerin einem helfen, die Yoga-Praxis auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Und so gibt es einige Schüler oder einige Yoga-Schulen, bei denen es dazugehört, dass wer langfristig bei der Yoga-Schule ist, ein- oder zweimal eine Einzelstunde bekommt, um so die eigene Praxis individualisieren zu können, auf die eigenen Bedürfnisse anwenden kann.